Minister Tarek Al-Wazir hier einzuladen, damit er sich mal vor Ort angucken kann, wie schlimm die Lage hier eigentlich ist. Es ist jetzt zwar Ferienzeit und es ist mittags, aber du kannst schon sehen, wenn die LKWs mal vorbeifahren, wie untragbar das hier ist. Und wenn man sich jetzt vorstellt, hier fahren jeden Tag 10.000 Autos durch, morgens ab 4 Uhr und nachmittags nach wieder zurück. Das ist untragbar und ist auch wirklich sehr gefährlich. Vergesst die Raser nachts. Und die Raser nachts. Die Raser also jedes einzelne Auto, was die nachts durchfährt. Das ist hier wirklich, ich sag mal, da vorne, dieses Eckhaus. Das ist die engste Stelle. Da wohnen wir. Die engste Stelle ist hier vorne. Da vorne bei euch. Das ist auch eng hier. Wissen aber, dass es zurzeit, naja, also schwierig ist. Vielleicht sagen wir es mal so, schwierig ist, kurzfristig was zu erreichen. Aber wir haben uns alle immer gesagt, auch wenn jetzt erstmal alles eingestellt ist und wenn wir jetzt weiter kämpfen müssen, geben wir trotzdem nicht auf. Denn es gibt noch so ein kleines Flämmchen und ich weiß, dass die Parole ist Erhalt vor Neubau. Aber also hier geht nur Neubau. Und wir setzen da viel darauf, dass ja zumindest mal mittelfristig oder wenn mal wieder mehr Geld für den Straßenbau eingestellt werden sollte. Du hast es ja gesagt, eines der Schwerpunktthemen in Hessen ist generell das Thema Verkehr, dass wir hier weiterhin Entlastung für diesen Ortskern, aber auch für die anderen Ortskerne, die genauso sind, brauchen. Deswegen freuen wir uns sehr, dass du hier dir das anschubst. Andere haben das bislang noch nicht so für nötig gehalten, das mal vor Ort anzugucken, um wirklich mal zu sehen. Genau. Ich habe dir noch ein kurzes Schreiben vorbereitet, das will ich aber mitgeben, kannst du nachher noch mal durchlesen. Das gebe ich dir einfach mal. Ich habe ihn auch noch mal vorbereitet dann. Genau, also das will ich dir einfach mal mitgeben, darfst du dir durchlesen. Und ja, denn da ist noch ein ganz wichtiger Zusatz und das sollten Sie sich vielleicht auch mitnehmen. Da steht drin, wenn Lärmgrenzwerte überschritten werden und die werden hier Tag wie Nacht überschritten, dann sollen auch Umgehungen realisiert werden. So, jetzt kann man natürlich sagen, was ist der Grenzwert, wem schadet er nicht. Alle Menschen, die hier sind, sei es in Freigericht, sei es in Hasselrot, verlieren an Lebensqualität, Sicherheit, Kinder, die den Schulweg besuchen, Kindergarten, ältere Menschen oder auch Jüngere, die den Friedhof besuchen wollen, müssen eine Straße queren. Wir reden von 10.600, wir sind mittlerweile bei 12.600 Fahrzeugen am Tag. Da folgen nicht nur die PKWs, sondern hauptsächlich auch die LKWs. Morgens um 5 Uhr fahren die leeren LKWs. Die machen letztendlich die Belastung auch für die Menschen. Wir sprechen auch nicht über Schadstoffausstoß. Keiner weiß, wie hoch hier die Belastung ist der Schadstoffe, die wir einatmen jeden Tag. Nur die Lebensqualität kann nicht gemessen werden. Aber das wäre die erste Aufgabe, die Sie vielleicht schon mal mitnehmen können. Jetzt spreche ich im Konjunktiv, falls Sie unser Landesvater werden sollen. Ja, einfach an die Mitbürgerinnen und Mitbürger in Hasselrot und auf Freigericht. Und wir sind ja wieder auf der Ebene gemeinsam angekommen. Das nutzt uns nichts, wenn wir sagen, hier ein bisschen und da ein bisschen, uns ist kein Geld da. Es ist so viel Geld da, aber wir Bürgerinnen und Bürger von Hasselrot und Freigericht wollen einfach eine Lebensqualität haben, dass wir gesund hier leben können. Dass das Thema Mobilität einer unserer drei Schwerpunkte bei der Landtagswahl ist, aber nicht erst bei der Landtagswahl, sondern in den letzten Jahren. Weil der Grundsatz, den die Koalition beschlossen hat, Sanierung vor Neubau, inzwischen zu einem Satz geworden ist, Erneuerung statt Neubau, weil die Einschränkungen, die nämlich hinten dran gemacht werden im Koalitionsvertrag, real keine Rolle mehr spielen. Das hat viel damit zu tun, dass das Land unter der derzeitigen Führung, insbesondere im Wirtschaftsministerium, kein Neubausignal im Bereich Straße will. Das hat schlicht und einfach was auch mit deren politischen Aufstellung zu tun. Wir haben mehr als einmal, sowohl für den Landeshaushalt als auch vor allem für Hessen Mobil, weil da ist das Hauptproblem. Die mussten nämlich durch die Staatsmodernisierung in Anführungszeichen, durch den Staatsabbau in den letzten Jahren massiv Personal verloren haben, erstmal wieder aufbauen. Die Ingenieure, die im Moment nicht eingestellt sind, können im Moment keine Straßen planen. Und das Land weigert sich im Moment, kommunale Projekte, wo Kommunen sagen, sie gehen in Vorplanung, in Vorleistungsplanung, werden nicht akzeptiert. Wir haben das an einer ganzen Reihe von Straßen im gesamten Land, wo das Land sich schlicht weigert, die Vorarbeiten, die Kommunen angeboten haben, zu übernehmen. Und gleichzeitig kann Hessen Mobil im Moment gar nichts abarbeiten, weil sie viel zu wenig Leute haben. Und deswegen wird
das muss ich leider so sagen, es keine schnellen Lösungen gibt. Was ich allerdings zusagen kann, ist, dass für uns das Thema Erneuerung vor Neubau keine Rolle spielt. Weil wir sehr wohl wissen, und da will ich gerne auf Ihren Punkt angehen, da geht es nicht nur um Wirtschaftlichkeitsfragen. Die Frage von Nachhaltigkeit, Bezahlbarkeit, Lärmschutz spielt im Straßen- wie im Schienenbau eine zentrale Rolle. Und deswegen muss die auch in die Bewertung von solchen Projekten mit einfließen. Was ich Ihnen versprechen kann, ist, dass wir das nicht so fortsetzen, sondern dass wir klar sagen, dass es auch in Zukunft den Neubau von Straße und Schiene geben muss, weil ohne einen Infrastrukturausbau, Weiterentwicklung wird der Verkehrskollaps nicht verhinderbar sein. Es wird nur durch Neubau gehen können, den wir zusätzlich brauchen. Dabei geht es nicht darum, dass wir die Landschaft zu asphaltieren wollen oder zu betonieren wollen. Aber es ist klar, ohne Formen von Neubau wird es auf keinen Fall gehen.